Schönen guten Tag, mein Name ist Sandra Kotzmann. Ich freue mich, zu einer neuen Ausgabe vom Kultur-Europa-Journal begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass heute Carola Sakotnik bei mir ist. Hallo Carola. Hallo Sandra. Wir haben uns kennengelernt, als du die Idee zu einem EU-Projekt hattest. Vielleicht magst du so lieb sein und dich selbst kurz vorstellen, bitte. Ja, also kennengelernt haben wir beide uns, das ist eben so der Anknüpfungspunkt für ein Projekt Frische Hochkultur im südoststeirischen Vulkanland. Und wo ich einfach gesagt habe, was haltet ihr denn davon, was macht ihr denn? Und das ist so ein bisschen was, wo etwas von mir zusammenkommt, wo beide Teile verbunden werden, sage ich jetzt einmal. Ja, ich komme so ganz ursprünglich aus Kunst und Kultur, bin Schauspielerin, bin Sängerin, habe lange Zeit an der Oper in Graz am Next Liberty gearbeitet. Und gleichzeitig immer, immer, immer in der freien Szene. Also ich kam aus der freien Szene, Theater im Ort, ein Platz waren so die ersten Dinge, Theater im Kürbis. Und dann erst ins Kinder- und Jugendtheater und gleichzeitig, und das war so spannend im Sozialbereich, also Rote Nasen, einer der Gründungsclowns. Und irgendwann gab es den Punkt, wo es bei mir so ein Umdenken gegeben hat, eigentlich wirklich aus der Not, ich bin sehr krank geworden, und habe gemerkt, hoppala, ich kenne mich mit meinen eigenen Verträgen nicht aus. Ich traue mich nie unterzeichnen, ich kann die Zusammenhänge nicht erkennen. Und ich war jemand, oder bin immer noch jemand, der gern in Zusammenhängen denkt, das große Ganze versteht und dann daraus was entwickelt. Habe dann studiert, habe Kultur- und Medienmanagement studiert, danach nochmal International Culture Management und bin dann, ganz spannend, durch Zufall eigentlich als Urlaubsvertretung auf ein Schiff gekommen und dann an Land relativ schnell künstlerische Leitung, beziehungsweise zuerst Programmchefin, dann künstlerische Leitung geworden. Und habe kennengelernt, wie man Kunst und Kultur auch in einem ganz normalen Wirtschaftsbetrieb, im Tourismus natürlich, wie man das dort ansiedeln kann, wie man auch vermitteln kann zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen, zwischen den Positionen und immer mit dem Ergebnis, dass es, oder mit dem Ziel, dass es auf der einen Seite für unser Publikum, das ja an Bord vor Ort war und sozusagen gezwungen war, das, was es gegeben hat, musste es annehmen oder nicht hingehen. Und auf der anderen Seite für die Künstlerinnen, die dort waren, ein gutes Umfeld, um zu arbeiten, zu bieten. Und da war die große Frage, immer, was braucht jemand, um ein gutes Umfeld zu haben, um zu arbeiten? Das hat ganz viele inhaltliche Aspekte, ein paar Umgangsaspekte. Und dieser Umgang, dieses Menschliche, diese Entwicklung der Atmosphäre, der Kultur, in der Kulturarbeit, also der Unternehmenskultur, das ist so jetzt mein Hauptfokus. Und frische Hochkultur, da geht es darum, dass man sagt, okay, ich lebe in einer Region, die kleinteilig ist, die, ich sag mal, einen aufstrebenden Tourismus hat und wo es gewachsen extrem hochwertige, professionelle Kunst- und Kulturangebote gibt. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, welche Voraussetzungen, Strukturen, aber auch Werbung, also Kommunikation, ne? Besser Kommunikation als Werbung, weil wir wirklich Kommunikation machen, braucht so eine Region, damit jeder gleichwertig wie vorher das eigene produzieren kann und man trotzdem die Stärke der Gemeinsamkeit nutzt. Und das ist so das, woran wir jetzt arbeiten. Also aus dem EU-Projekt ist dann irgendwann mit Politik gemeinsam entwickelt ein LEADER-Projekt geworden. Das ist jetzt im November wirklich gestartet. War ein Prozess, wo ich geschaut habe, wie komplex das ist. Und es ist wirklich so, dass sich 6 Gemeinden zusammengetan haben. Bürgermeister voran, die für die Meetings wahrscheinlich die Kulturreferentinnen benennen werden. Also da haben wir auch Frauen drinnen, bei den Bürgermeistern in den 6 Gemeinden jetzt nicht. Aber das Spannende ist, dass da eine Diskussion entsteht, nicht? Und die Diskussion dahinter ist die, einerseits, wie kann Kultur und Kulturtourismus eine Region auch aufwerten? Worauf muss man achten? Ja, also dieses Verkauf der Kultur, so nach dem Motto, wir machen einfach ein großes Konzert und da kommen 100.000 Leute oder auch nur 5.000 Leute, wäre ein Gedanke. Das ist aber nicht derjenige, der auch die Region bereichert im Sinn von Lebenskultur, ja, sondern vielleicht dann finanzieller Kultur. Ja? Und das ist ja auch nicht so schlecht.
Aber bei uns geht es eben darum, dass die kleinteilige Produktion, das Ausprobieren oder auch das kleinteilige Buchen, ja, weil die Produktion ist ein bisschen eingeschlafen. Also es wird veranstaltet, es wird nicht ganz so viel Neues gemacht von den Veranstalterseiten her oder von den Kulturinitiativen her. Wie kann man eine Region aufwerten? Welche Identität hat sie? Und an dem arbeiten wir natürlich ganz stark im Hintergrund. Was bedeutet das? Und was Kunst und Kultur kann, ist natürlich Identität hervorkitzeln, sichtbar machen. Und was wir dabei entdeckt haben, spannend, ein Schatz, den keiner wusste, wir sind, weil die Region preiswert ist, weil sie schön ist, weil sie angenehm zum Leben ist und in der Nähe von Graz und in der Nähe von Laibach und in der Nähe von Triest und schnell ist man in Wien. Wir haben auch bei der ersten Zählung 77 Künstlerinnen entdeckt, die hier leben. Und dann haben wir weitergezählt, es sind über 130 und davon sind ungefähr 50% international aktiv. Und das ist natürlich spannender Schatz, gell? Das ist wirklich ein spannender Schatz und durch Covid jetzt nochmal viel spannender, weil das, was die bisher getan haben, ist natürlich rausgehen, ihre Arbeiten vermarkten, ja, ich rede schon in dem Jargon, aber eine Ausstellung zu machen, eine Inszenierung zu machen, Bühnenbildausstattungen und Ähnliches zu machen. Und jeder wusste, wo sie herkommen. Und wenn man das jetzt nutzt und sagt, okay, wir sind jetzt endlich mal stolz auf euch, wir wissen, dass ihr da seid, ihr seid ein Schatz für uns, genau. Dann wird auch was anderes passieren. Dann werden auch die nämlich stolz, nicht man weiß einfach, wo sie herkommen, steht halt geboren in, sondern die sind auch stolz und sagen, ich komme aus einer Region, wo das endlich wertgeschätzt wird. Mhm. Das, was nämlich ein Staat Österreich, das finde ich grandios, investiert in Studien, in Ausbildungen, die bei uns ja kostenfrei sind. Und lange dauern, also Kunstausbildung, ich bin ursprünglich eher Musik und ich habe meine Ausbildung im Ausland gemacht, ich habe dafür bezahlt, weil ich was Außergewöhnliches machen wollte, und das gab es halt nur in der Schweiz. Und habe mir das abgespart, ja, ich bin auch nicht aus einer Familie, die es einfach so gehabt hat. Aber bei uns ist es so, ein Konzertpianist 6 Jahre Ausbildung, nachdem ja. Er bereits schon 10 Jahre gelernt hat und so. Und das ist alles mit kleinem Geld machbar. Und dann schätzen wir das nicht, verstehe es einfach nicht. Ja? Das ist für mich so ein großes Anliegen. Und ich habe so diesen Satz jetzt, ich arbeite ja in beiden, also Kulturentwicklung einerseits mit Kulturinitiativen, wo es mir ganz viel geht um Mut, Zuversicht, Vertrauen. Wie können wir miteinander arbeiten und behalten unsere Eigenständigkeit? Vertrauen oder miteinander heißt ja nicht, ich mache das Gleiche wie du. Gar nicht. Gar nicht, ne? Wo können wir uns ergänzen? Welche Idee hast du? Und das nehme ich in mein Seine. Und genau. Wenn du ausgebucht bist, schickst du die Leute zu mir und so weiter. Also um das genau. Geht es ja. Ja, das ist ja eh das, wo man halt immer denkt, also wenn du einen Kuchen teilst, der wird nicht weniger, sondern mehr in Summe. Und es ist so wahnsinnig bereichernd, im Team zu arbeiten. Ja, das klingt total spannend, liebe Carola. Ist wirklich sehr. Gibt es da eine Website davon oder ist das im Aufbau begriffen? Die Website ist im Aufbau begriffen. Wir haben eine Facebook-Seite, das ja. Und ja. Die Website ist jetzt gerade, es ist das Erste, was wir jetzt tun im Rahmen des LEADER-Projekts, dass man auch wirklich gut bei Webseite findbar sind, die auch eingebettet wird, sowohl in den Tourismus als auch ins Vulkanland. Super. Also das ist, wie gesagt, und es ist auch so, dass es ein Projekt der Region ist, ja? Ganz wichtig. Also ich mit meiner Agentur habe jetzt einfach einen Auftrag gekriegt, als Kulturmanagerin das zu machen, aber es ist ein Projekt der Region und nicht mein Projekt und nicht das, sondern wir haben uns zusammengesetzt, haben viel gemacht. Und die Region hat gesagt, okay, wir sind neugierig. Ja, wir wissen noch nicht, wie man das ist im Sinn von, wir wissen, dass ihr da seid, wir wissen euren Wert zu schätzen, aber wie wir darüber reden, wissen wir noch nicht. Ja, toll. Und dass du da diese Vermittlungsarbeit quasi machst zwischen Region, Kunst, Kultur und Tourismus. Und das ist sehr, sehr großartig. Also ich hatte auch das Vergnügen, mal für LEADER zuständig zu sein hier vom Amt. Und also solche Sachen erfreuen natürlich mein Herz total. Weil es so schön ist, dass das weitergeht, dass das wieder aufgegriffen wird, dass das so aufgegriffen, dass du das aufgreifst, dass das in kompetenten Händen ist. Das ist schon ganz was Feines. Und ich denke mir, gerade LEADER ist ja auch ein sehr gutes Programm, um das umzusetzen, auch wenn es grundsätzlich ein landwirtschaftliches Programm ist. Aber es geht um Innovation am Land und Innovation am Land, wie wir wissen, auf europäischer Ebene ist das schon lange über Kunst und Kultur auch, ne, in den Regionen und so. Naja, und dann schaust du an Dinge, also mein Satz ist immer, Kunst ist eine Form der Sonderbeobachtung, die sichtbar macht, was sonst vergessen bleibt.
Ja. Und Kreativität, was gleichzeitig kannst du auch Innovation nennen, je nachdem, wo du herkommst. Ja, das Genau. Ergebnis von Kreativität ist Innovation. Und das Urhandwerk von Künstlern ist Kreativität. Und Kreativität ist auch eine Form der Recherche, eine Form der Betrachtung und macht neue Wege sichtbar, wo man glaubt, dass eine Sackgasse da ist. Und diesen Schatz, das ist so mir mein Anliegen in meiner Arbeit generell, als Künstlerin, als Kulturmanagerin, als Vermittlerin, wo auch immer, wo ich sage, was können wir Menschen eigentlich Tolles tun mit Kreativität als, ja, als Grundbedürfnis, als Grundausdruck unseres Seins, Empathie und Genau. Kreativität. Das macht uns zu Menschen. Und das unterscheidet uns von einem Computer, das unterscheidet uns in der digitalen Welt. Bin ein Digital Junkie, also ich liebe das, ja, aber Ja. eben genau wissend, wo es ist. Und wir müssen da ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und da sage ich wirklich, wir müssen, ja, Flamme des Schwert. Aber es Wir ist so müssen. wichtig, wenn wir das nicht machen, dann werden wir die Handlanger der künstlichen Intelligenz und die denkt nur rechts oder links, grau, 0 und 1. Und das entspricht Genau, das uns ist nicht. aber. Ja. Na, Die es wertet klingt aus. total spannend. Ich Ja. würde gerne stundenlang mit dir weiter diskutieren. Wir geben deine Kontaktdaten hinein auch, also wenn sich wer interessiert und anmelden möchte, dass das funktioniert. Und weil du ja eh schon mit so einem schönen europäischen Programm und auch die Internationalität angesprochen hast, meine Abschlussfrage ist, wenn du einen Wunsch an Europa frei hättest, was wäre dieser eine Wunsch? Ich habe einen ganz klaren Wunsch an Europa. Mir ist es so wichtig, dass die Menschen, die hinter diesen Projekten stehen, die Möglichkeit haben, sich menschlich so weit zu bilden, dass sie mit dieser Ungewissheit, mit diesem, ich sage mal, mit diesem Aufbrechen von Strukturen, das durch Covid einfach passiert, ja, damit sie mit dieser Unsicherheit, mit diesem Nicht-Wissen, wohin, so weit sich selbst und für ihre Struktur, für ihren Ding Sicherheit schaffen können, dass sie in Kreativität gehen können und nicht in Überleben müssen. Und da Ja. geht es mir, ja, also ich hätte gern Geld für Persönlichkeitsentwicklung, aber im Sinn von beruflicher Persönlichkeitsentwicklung. Was in jedem großen Unternehmen, in jedem Leadership, ja, mein Thema, ja, wo ich sage, was bedeutet es, Verantwortung zu übernehmen, welche Rolle spiele ich drinnen, welche Rolle spielt die Struktur, was tue ich, wenn ich verunsichert bin, wen frage ich, wo hole ich mir Hilfe? Es gibt Co ja, es gibt berufliche Coaches, was eine Genau. wunderbare Geschichte ist. Aber es gibt kein Geld dafür, sie in Anspruch zu nehmen, ja, in unserem Bereich noch. Das heißt, das ist natürlich gut, das werden wir weiterleiten, auch tatsächlich so für Kunst und im Kulturbereich, dass so etwas, so Coaches auch in so Programme aufgenommen werden in Creative Europe. Muss man schauen, ob es Genau. nicht eh so ein bisschen, es gibt, glaube ich, so eine Entwicklungsgeschichte für Weiterentwicklung. Ach, Im super. Ja. Creative Europe Programm gab es Ja. das. Ob das im neuen jetzt noch drin ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber da schaue ich nach. Ja. Also, und gerade Innovation könnte so ein Anhängsel sein. Ja, weil es, also, wie gesagt, ich war bei einem Kultursummit als Speakerin und habe einfach die Frage gestellt, welche von unseren in Österreich großen Kulturbetrieben investieren denn in Personalentwicklung? Was glaubst du? Keine, also ich kenne ein paar, wenige, aber mir kommt vor, ich kenne ein paar. Also es hat niemand aufgezeigt, jemand aus Okay, Berlin, ja. ja. Und das war ganz spannend, weil man gedacht hat, das war mir, also damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also das heißt, es ist noch nicht angekommen, dass dieser Teil der Personalentwicklung auch was bedeutet führen, ja. Also ich rede jetzt nicht Klar. von ja, sondern was bedeutet Verantwortung übernehmen, was bedeutet Budgethoheit haben, was bedeutet auch Macht haben und so weiter. Was heißt es und wie gehe ich mit meinen eigenen Unsicherheiten und Fragen um, ja? Genau. Genau. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Wunsch. Vielen Dank, liebe Carola. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch.